Ich habe mich hingefahren und ich bin halt dann zurückgefahren mit dem Ding. Da waren die Bremsen mega scheiße. Hast voll gemerkt, wie die Bremsen schlackern und sowas. Und ich schätze, der Vorsitz hat sich gesagt, irgendwann, na gut, Alter, dann fahre ich die Kiste nochmal runter und dann ist gut. Und da waren die Bremsen, also deswegen haben wir erst neu gemacht. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, Alter, Thorsten, komisch, ne, mit Ablegen. Aber ich früher gehabt, sollte mehr Toyota kaufen, die kriegst du leider nicht überall. Ah, Golf 2 Alus wird schwer, Alter, Thorsten. Wird sehr schwer. Ich muss mal ganz hinten im Lager gucken, ich habe mal einen Satz Golf 3 Alus. Golf 3 BBS habe ich noch eben rumfliegen. So, warte, ich packe mal kurz hier hin. Wir eben schnell die Teile bestellen. Ich muss mal gucken, wie ich ihn raushaue. Auf jeden Fall mache ich mir, wenn es nicht viele Gedanken, dass der schlecht ist. Ich bin ja selber gefahren, ne? Ja, Reifen wegschmeißen heißt, Alter, mit den Reifen ist echt ein Problem, ne? Also mal ehrlich. Also so vom Ding her, so die Reifen müssen wir echt loswerden. Also das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Ich muss demnächst wirklich nochmal so richtig eine rausballern und diese scheiß Reifen loswerden. Also diese, die ich da rumfliegen habe. Hinten auf dem Hof rumfliegen. So, ich will die Reifen, wenn ich jetzt mich die Dinger bestelle, sind sie mit Glück morgen Mittag da. Altreifen sind echt ein Problem. Ja, Lagerfeuer kannst du vergessen. Und Afrika wollen auch nur gute Reifen haben. Gute Reifen ruhig selber. Bei allen Reifen, die gut sind, die werden natürlich bei uns wiederverwendet. Logischerweise. So, warte mal hier. Katalog. Handbremse. Handbremse. Gucken wir mal. Belag. Seil. Belag. Das gab's nicht. Bremse hinten. Trommel. Ah, scheiße, Alter. Find das erstmal. Trommel. Oh, das habe ich schon gefunden. Boah, sind die teuer. Junge. Alle geht. Die ersten waren nur so teuer. Was nehmen wir, meint ihr? Wollen wir Metzger Autotaler nehmen? Triskan oder Brembo? Brembo würde ich sagen, wa? Kamoka hatte ich auch noch anzubieten. Oder Max Gear. Metzger Brembo, das ist Rennen. Aber Max Gear passt auch so mir, vom Namen her allein schon. Ich kaufe viel Max Gear, sind gar nicht mal schlecht. Aber wir müssen sagen, in dem Fall nehmen wir jetzt, weil der Preis passt, mit hier 22 Euro irgendwas, würde ich sagen, und die sind auch lagermäßig tatsächlich. Die haben sie auch auf Lager, nehmen wir, würde ich sagen, in dem Fall Brembo. Kevin, ja ungefähr, das ist ja auch mein Geschäft, ne? Es klappt, manchmal klappt das, manchmal auch nicht. Leider ist das Risiko immer sehr groß. Manchmal kannst du auch in der Kiste 1000 Euro verdienen, aber meistens nicht. Gut, ich werde jetzt Brembo nehmen, ne? Okay? Nimm ich jetzt. Ist ja nur für eine Handbremse. Hätte nicht 40, die andere, das ist ja schon neu. Die andere ist übrigens Triskan. Da konnte ich nicht übertreiben, bei alle anderen Hersteller. Die waren mal eben so knapp 100 Euro teurer, das habe ich nicht eingesehen. Ford Capri MK2 und Ford Granada MK2 auf Roto-Ultima-Kennzeichen. Ich habe nur einen MK3 Granada. Sonst, die habe ich beide nicht tatsächlich. Mache ich aber so früher jetzt, die einzutragen. Beide haben H-Gutachten. Brembo bringt 5 PS. ATI ist auch gut, Seh, du hast so recht. Aber das ist meistens beim Autohändler halt zu teuer. Weil ich, wenn ich günstige Preise halt halten will, muss ich halt ein bisschen gucken, dass die Bremsen halt bezahlbar sind, aber trotzdem gut. Nämlich immer das, was ich kenne. Und wo ich halt so, wo ich mein Leben lang fahre ich schon mit diesen Triskan und Max-Gear-Bremsen rum. Haben wir noch nie Probleme gemacht. Übrigens ist meine alte Brille. Guck hier, das alte Gestell. Hier, guck. Die sind in neuen drin. Da ist das Geburkte von mir noch mit dem Dingsenband. Mit dem hier, mit den Schrumpfschläuchen. Ja, ich muss mal gucken, ne? Ich muss mal gucken, Christoph, wenn der Toyota fertig ist. Weil, musst du ja überlegen, bei dem Toyota ist das Problem, dass der halt einen Haufen Geld kostet. Und wisst ihr, mich halt in der Standzeit, ich habe auch nicht Geschenke gekriegt, den Wagen. Aber der hat mich auch hier an die 1000 Euro gekostet, wie er da schon steht. Und ich stecke da jetzt schon mit 500 Euro drin. Ne? Die Bremsen sind nicht billig für das Auto. Ich glaube auch, Daniel,
Mal gucken, wie dann die neue Brille hält. Bin ich auch gespannt. Das neue Gestell. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach alle kaufe, die sie noch haben. Weil die kosten 50 Euro das Stück. Also dann bricht mir jemand Glas und da ist eh vorbei. Texta ist auch gut. Kann man auch nicht beschweren. Texta ist sogar bei VW teilweise Erstauslieferer. Also zum Thema. Muss nicht immer alles ATE sein. Ja, die klare Sicht ist aber nicht. Das sind ja die alten Laser. Die sind immer noch scheiße. Der Wagon R, den hat sich mein Teilemensch geschnappt, der die Teile oben verkauft. Den macht er gerade für seine Frau fertig. Der Maurizio macht den gerade fertig. Der Wagon R ist nicht bei Udo. Der ist weg. Der Fink kriegt sich auch so. Aber Avensis ist halt so ein Thema für sich. Ich muss mal gucken. Also ich würde ihn auf schnell würde ich ihn für 3 Scheine verkaufen und sonst habt ihr recht. Ich ziehe mich noch hoch. Übrigens, weil ich ja gerade eh schon hier bin. Wer hat Bock, die neue Schale zu sehen von Hoodies? Die neuen Speedshop-Hoodies. Die sind nämlich, wir haben zwei neue Varianten von Hoodies hier. Die sind noch nicht inseriert, die kommen erst wahrscheinlich morgen ins Netz. Und dann kommt die neue Uhr. E-Bäckerlein ist auch geil. Aber wie gesagt, wenn ihr euer eigenes Auto fahrt, dann könnt ihr auch ganz gerne 100.000 Euro für ein Auto für die Wasser bezahlen. Das ist bei mir halt nicht drin. Ich muss halt die hier. Ich würde sagen, nicht die Gurkenbremsen nehmen, aber halt die, halt so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nochmal nur auf dem Shop. Klingt gut. Hör ich gerne, Alter. Ihr wollt ja Hoodies haben. Pass auf. Also die neuen Designs von der Firma Wagenlöhner. Frisch geliefert sozusagen. Also vor ein paar Tagen. Größenmäßig übrigens. Für eine Größe, zwei Größen haben wir nicht. Einmal haben wir so ein bisschen. S nicht mehr, S haben wir weggelassen, weil S setzt sich immer noch drauf in alten Hoodies, die wollte keiner haben. Deswegen bieten wir bei den neuen Hoodies keine Größe S an. Und was ein bisschen doof ist, ist, dass wir kein 3XL haben. Wir haben nur XXL. Aber ich bin 3XL-Träger, weil ich dick bin und mir passt XXL. Das heißt, die fallen relativ groß aus. Also wenn ihr jetzt hier 3X haben wollt, müsst ihr halt die XX, die geht trotzdem. Also ich trage die selber, ne? Nur eben testweise. Das ist halt das Ding, die waren halt gerade nicht drin. Frauen ziehen auch gerne größere Hoodies an. Ja, aber meine wollen sie nicht haben. M haben wir da. L und M haben wir da, ja. Wie gesagt, also wenn ihr was habt, was ist bei mir L? Ja, L halt. Ich kann nur bei den XXL-Dingern mitreden. 4XL habe ich sogar einen Fratzo. Einer war da. Ein einziger. Muss aber schnell sein. Einen einzigen habe ich im 4XL. Der war auch nur Zufall, dass er dabei ist, glaube ich. Das ist halt nicht mehr so einfach zu kriegen. Das ist nicht mehr alles lieferbar, leider. Ne? Pass auf. Einmal haben wir das Logo hier. Max Pischop in schwarz. Gurkenfahrer dürfen das. Wer kennt die Anlehnung? Die mussten wir machen. Da habe ich in die Ewigkeit drüber geredet. Die mussten kommen. Das ist nämlich hier. Das ist eine Anlehnung auf Treckerfahrer dürfen das. Und da haben wir einmal noch diesen Aufkleber hier, den kennt ihr ja auch. Der E-Auto, nein, danke. Den kennt ihr, den Aufkleber. War ja absolut unser Verkaufsschlager, der Aufkleber. Ist ja immer noch. Und deswegen haben wir jetzt den hier noch als Hoodie. Pass auf, der ist auch wild. Max Beachup, Nachhaltigkeit bei Klimaschutz. Lieber Gurke als E-Auto. Das ist aber ein Statement. Ich feiere das. In Blau. Dunkelblau. Das ist mein Statement. Das kriegt sonst nämlich keiner. Das Blau ist geil. Finde ich, guck mal, seht ihr das? So ein dunkelblau, so marineblau ist das. Das ist schon ziemlich cool. Komm, seht ihr hier, da haben wir jetzt hier, hat hier schon nach Größen sortiert. Ich weiß gar nicht, welche Größe, wahrscheinlich von klein nach groß. Ne? Ihr seht aber von der Menge her, das ist halt, wir können halt nicht so riesengroße Mengen tüdeln wie Marco oder irgendwas, weil haben wir halt das Portemonnaie nicht für. Und in dem Fall jetzt eigentlich, ich habe mit Michi was gedealt mit Autos. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Aber die Dinger, die kommen morgen in den Shop. Ne? Und dann können wir mal zusammen mal gucken. Muff haben wir noch nicht. Aber der wäre noch mal eine Variante für später. Die neuen Uhren, die zeigen West- und Ostzeit an. Das wäre geil. Ich habe noch gar nicht angeguckt. Also ich kenne die Rohdrucke. Warte, ich kann mal die Uhr raus. Ich kann meine Uhr rausholen. Wenn ihr das neue Uhrendesign sehen, kriegen wir auch noch hin. Ich muss euch nur.
An der Basic-Kollektion kommt vielleicht, wie gesagt, ihr könnt ja mal ein paar Wünsche reinschreiben, jetzt nicht hier unbedingt, sondern allgemein. Und hier, wir versuchen voll das Mögliche zu machen. Wir machen auch immer mal so, dass wir die mit Vorbestellungen machen. Weißt du? Dass wir die halt Logos anbieten, die ihr dann vorbestellen könnt und wir die dann für euch bestellen. Deswegen machen wir das auch so, weil dann ist das mit der Kohle nicht so schlimm. Das müssen wir immer, das muss Michi in die Tasche greifen, als mein Sponsor oder halt ich oder irgendwer. Und das ist das Ding so, ne? Warte, bin gleich da. Ich komme mal in die Uhr. Kiste. Die neue Charge übrigens von den Uhren sind 50 Stück. Die werden also wieder auf hier 50 Stück werden die limitiert, die neuen. Die neue Ware zu sagen, die neuen Uhren. Weil 100 Stück haben wir nicht getraut, weil wie gesagt, das waren auch weit über 1000 Euro 100 Dings. Die kosten halt auch im Einkauf ziemlich viel Geld, weil die halt alle einzeln angefertigt sind. Ne? Und einzelne Uhr hängt 3 Stunden im 3D-Drucker drin. Das ist halt immer so, das checkt ihr halt wirklich nur bei uns, weil es wirklich alles Sonderamt ist. Alles wirklich von uns. Jetzt will ich überlegen, ich habe noch mal 4 extra bestellt von diesen Uhren, die halt komplett leer sind, weil hier, weil ich damit experimentieren will. Ich muss mal gucken, wie wir Klarlack überziehen können. So, pass auf. Das ist die Büro-Uhr. Wenn, ihr könnt noch mal Klarlack drauf. Will noch ein bisschen überlegen. So, zack, zack, zack. Was zum Lachen steht drauf. Das ist wieder hier. Zerradiert wieder, 3D-Drucker. Ne? Was zum Lachen, können wir uns ja erstmal reingucken. Er denkt sich irgendwas aus immer. Mal gucken. Yeah! Ach, geil, die Fiete hat. Das ist cool. Pass mal auf. Das wird wild. Das ist geil, Alter. Die hätte sie auch noch gebastelt. Also die gibt es nicht zu kaufen jetzt. Die sind nur ein Experiment. Guck mal hier. So hat Ideen. Guck mal hier, kannst du ein Sachsenring-Logo? Oh, scheiße. Das sehe ich vorne auf dem Trabi. Aber das können wir nicht machen, weil Sachsenring können wir nicht verkaufen als Logo. Das könnte schwer werden wegen der Rechte. Aber cool, also die Idee ist gut. An sich. Aber der Fiete schon dran, die kann man halt als Großhandelsware kaufen, die Dinger. Aber lustig wäre mit so einem M oder MS, Max Beachlock vorne als Logo. Für die Gurke, ja, Mann? Ja, Ben Stern, ne? So, pass auf. Das ist immer getrennt hier. Einmal haben wir eine Kiste voll mit Uhrwerken. Die werden dafür getrennt geliefert. Heißt, einmal kommen die Uhrwerke und die Uhr zusammen. Als Puzzle zum selber zusammenbauen. Und die verschicken, gehen die nämlich rum. Hier sind nämlich Uhrwerke drin. Und die müssen wir das mal buddeln, damit wir an die Uhren selber rankommen. Ich glaube, hier kann ich besser buddeln. Also, das sind 50 Uhrwerke. Das sind einige. Ach du Scheiße, jetzt habe ich mal bei der Aufgabe hier gelegt. Alter, das sind noch mehr Uhrwerke. Uhrwerke, Uhrwerke, noch mehr Uhrwerke. Hier. Oh. Alter, das Uhrwerk muss da. Uhrwerk schnitzt das restliche, die restlichen Uhrwerke. Das sind auch keine billigen Uhrwerke, ne? Das haben wir uns auch nicht lumpen lassen. Pass auf, jetzt geht's los hier. Jetzt in die tiefen Abteilung. Oh, Alter. Alles ist einzeln überzogen, damit das ja nicht kaputt geht. Der Stier immer hart. Weil ich muss buddeln. Ich muss das mal buddeln. Okay, das ist wirklich jetzt hier. Ich habe das vorher noch nicht in der Hand gehabt. Das war absolut ein Live-Unboxing. Mehr Live-Unboxing als das geht gar nicht. Pass auf. So. Jo, ich habe eine. Warte, ich packe die nur eben schnell aus. Die neue Schale von Uhren. Die wird nämlich schwarz. Muss ein bisschen anders aussehen als die andere. Wäre ja langweilig, wenn wir mal solche Design haben, ne? Die werden wieder nummeriert und Gurken signiert, ja, wie die andere auch. Das wird unser Ding sein. Pass auf, darf ich vorstellen, das ist das neue Design im Schallplatten-Look. Schockt die oder schockt die? Ich finde, die schockt richtig. Warte, ich kann mal umdrehen, dass ihr es richtig rum sehen könnt. Seht ihr das? Und ich überlege, die noch mit Klarlack zu überziehen, damit die so, dann kriegt die so einen hier, dann kriegt die so einen Klavierlook, weißt du? So ein Klavierlack-Look vielleicht. Das Problem ist nur, dass das Material sich beißt damit. Die müssen ein bisschen experimentieren.
Hier, der Derby ist auch mit drauf. Und dann nochmal so ein Dingsen und dann mit einem grünen abgesetzt. Das war richtig, also der hat richtig rausgehauen. Pass auf. Das ist ja, also als Vergleich mal eben. Das hier ist die alte Uhr. Und das hier ist die neue. Ich finde das geil, weil es so ein bisschen von Schallplatte hat. Ah, wieder das Ding wieder treffen, den Nagel wieder treffen. Ja, komm. Da. Aber ich finde die Schott. Ja, ein Kartlerlack war ein Problem, habe ich probiert. Der hat nämlich ein bisschen das Material angegriffen. Ich habe bei den alten Uhren schon experimentiert, tatsächlich. Aber ich habe noch zwei Kartlerlack. Rein theoretisch könnt ihr das sogar machen, der Lampe hinter. Dann wird dieses Max Peter wenigstens leuchten, ne, vom Gedanken her. Das ist so ungefähr das, wo. Was meint ihr? Ist sie geil oder was sagt ihr dazu überhaupt zu der Uhr? Ich habe die jetzt gerade selber das erste Mal live gesehen. Die Uhren, die gehen ja gleich in der Halle dann. Ohne übertreiben in Hüpfburg. Ja, Robo und Gurkenträger wäre noch witzig. Aber ihr wisst auf jeden Fall, das ist das Thema. Was eine Uhr kostet, wahrscheinlich so wie die alte, so um die 35 Euro, die vorher gekostet hat. Ja, ist klar, da machst du noch ein bisschen geiler, ne? Ja, wenn du guckst, du 3D-Druckuhren im Netz. Aber wie gesagt, ich krieg die ja auch nicht geschenkt, die Dinger, ne? Also ich muss wieder ziemlich weit in die Tasche greifen, dafür, dass ich das ermöglichen kann. Aber ich glaube, dass die shoppen. Also ich denke, das wird ziemlich cool. Also ich glaube, ich weiß, dass das cool wird. Hoffentlich werde ich nur los. Nachher sitze ich da mit ganzen Wände zutapeziert mit Uhren. Das wäre auch noch was. Warte, ich kann dir mal zeigen, wie die mit Klarlack überzogen aussehen. Ich habe mal mit 1K Klarlack tatsächlich habe ich mal die Uhr überzogen. Ja, ich muss mal gucken, weil der Klarlack drauf nagelt, wird die so ein bisschen teurer vielleicht noch eventuell. Aber es sieht eigentlich gar nicht scheiße aus. Guck mal, die Uhr, die ich hier hängen habe, diese hier. Seht ihr die? Ja, die könnt ihr nur sehen. Die hier. Die hier bei mir in der Werkstatt läuft. Die ist mit Klarlack, seht ihr das? Sie glänzt. Eigentlich ganz geil, finde ich. Vom Ding her. Aber die hat ein anderes Uhrwerk. Die hat ein China-Uhrwerk noch drin zum Testen. Das ist wie so eine Automatikuhr. Deswegen, und ich glaube, bei Schwarz kommt das richtig gut. Schätze ich wenigstens. Das war der Grund, warum ich mich für Schwarz entschieden habe. Meine Kleider finde ich ja besser. Also sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir die. Ich kann dann ja mal probieren. Ihr könnt die auch matt haben. Weil ihr die nicht in glänzend haben wollt, dann kriegt ihr die matt. Kunststoff-Hapfenmittel vom Lacken draufhauen. Ja, würde gehen.